Yes, today is the day. Endlich ist es soweit. Hallo und herzlich willkommen zu einer exklusiven Audi-Weltpremiere, direkt aus dem Herzen von Audi. Hier gibt es in den nächsten Minuten einige echte Highlights zu sehen. Im Laufe des letzten Jahres hat Audi mehr als 20 neue Modelle präsentiert. Und heute kommen zwei wirklich ganz besondere Familienmitglieder dazu. Der Audi A3 Sportback und ein Prototyp des Audi e-tron S warten auf euch. Seid ihr bereit? Los geht's! So here it is, the all-new Audi A3 Sportback. Very stylish. Ganz schön stylisch. Mir gefällt der neue Look. Wenn man ihn anschaut, sieht man deutlich, es ist ein Audi. Die Front mit Matrix-LED-Scheinwerfern und einer spezifischen Lichtsignatur. Und die neue Architektur der Flanke gefällt mir auch. Aber nicht nur das Design ist ein Highlight. Stimmt's, Hildegard? So ist es. Denn bei diesem Auto zählen auch die inneren Werte. So gibt es zum Beispiel viele Innovationen, die man sonst nur aus der Oberklasse kennt. Wenn man sich das Thema Vernetzung ansieht, ist das für unsere Kunden wirklich wichtig. Selbstverständlich ist der A3 voll vernetzt. Dazu nutzen wir auch die Car-to-X-Kommunikation, sodass man sein Auto mit der Umgebung verbinden kann und den aktuellen Status senden oder empfangen kann, was zum Beispiel bei der Parkplatzsuche praktisch ist. Nachhaltigkeit ist für uns bei Audi sehr wichtig. Das haben wir schon bei der Elektrifizierung gezeigt. Der TFSI hat schon einen Mild-Hybrid an Bord und wir werden den neuen A3 auch als Plug-in-Hybrid anbieten, sogar in zwei unterschiedlichen Leistungsstufen. Nachhaltige Ideen bringen wir auch in den Innenraum. So werden die Sitzbezüge beim A3 zum ersten Mal aus recycelten PET-Flaschen bestehen. Für mich eine wirklich tolle Idee. Wow, das ist ja mal ein echt cooles Feature und ein interessanter Ansatz. Beim A3 ist wirklich für jeden etwas dabei. Audi zeigt heute den Sportback. Welche Modelle werden noch zur A3-Modellfamilie dazukommen? Wie du schon sagst, ist der Sportback das erste Modell. Es wird eine Limousine folgen. Für alle gut zu wissen, es wird einen Plug-in-Hybrid geben. Und wir werden einen Nachfolger des S3 haben. Und dazu wahrscheinlich auch bald einen super, super sportlichen A3. Das klingt nach einem guten Start ins Jahr 2020 für Audi. Ja, das stimmt. Wir werden in diesem Jahr noch 20 weitere neue oder rundum erneute Modelle auf den Markt bringen. Vor uns liegt ein sehr aufregendes Jahr. Jetzt mal ganz unter uns, eine letzte Frage. Auf welches weitere Highlight freust du dich in diesem Jahr noch besonders? Also, ich liebe E-Autos, aber ich stehe auch auf Performance. Und da haben wir jetzt die perfekte Kombination, den e-tron S. Super, danke Hildegard. Ehrlich gesagt ist das auch eines meiner Highlights heute. Und ich bin schon gespannt auf die zweite Premiere des Tages. Bitte anschnallen.
Ladies and gentlemen, the all-new Audi e-tron S Sportback prototype. What a bold statement. Das ist ja mal eine Ansage. Ich mag beide Prototypen, den Audi e-tron S und den e-tron S Sportback. Beide sehen ja ganz schön stark aus. Wir wollen wissen, ob sie es auch sind? Fragen wir jemanden, der es wissen sollte. Schließlich ist er mit beiden schon gefahren. Mr. e-tron Extreme. Matthias Ekström. Hi Matthias, du hast ja schon die Mausefalle in Kitzbühel mit einem e-tron bezwungen. Jetzt bist du noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben ja gerade die spektakulären Filmszenen von der Rennstrecke gesehen. Wie fühlt es sich tatsächlich an, den e-tron S zu fahren? Wie du schon gesagt hast, bin ich damit sogar die Mausefalle hochgefahren. Das war echt cool auf Schnee und Eis. Aber heute war ich zum ersten Mal damit auf der Rennstrecke. Glaub mir, ich war wirklich ganz schön quer unterwegs. Das war ein Riesenspaß. Wow, man sieht, du hattest viel Spaß. Sag mir, wie gut passen e-tron Power und der neue Quattro-Antrieb zusammen? Wie funktioniert das technisch? An Bord sind drei E-Motoren, sozusagen die moderne Form von Quattro. Dazu eine fantastische Software. Beim Fahren kann man die Driftwinkel nach Belieben variieren. Das Auto bleibt dabei immer stabil. Da haben die Software-Jungs wirklich einen tollen Job gemacht. Vielen Dank, Matthias. Also immer schön driften und bis bald. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Muss man mit diesem Auto immer driften? Natürlich nicht. Es ist ein Quattro. Und wie Matthias schon sagte, ohne Traktion kommt man nicht vorwärts. Zwei Weltpremieren, jede Menge Highlights. Aber heute gibt es noch einen weiteren Grund zu feiern. Schaut euch das mal an. Das war 1980 in Genf. Der Tag, an dem Quattro geboren wurde, vor 40 Jahren. Auch wenn wir heute nicht in Genf sind, erinnern wir uns an dieses wichtige Datum. Warum? Seitdem hat Quattro die Marke geprägt und auf der ganzen Welt für unvergessliche Augenblicke gesorgt. Damit wünschen wir euch Gesundheit und sagen Happy Birthday, Quattro. Und bis bald.